Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Review, heute wieder aus der Transformers Prime Animated Serie und zwar Cyberverse Commander Optimus Prime. Ja, Optimus Prime ist natürlich auch in der Serie wieder der Anführer der Autobots und das Design dieser Figur ist wirklich sehr, sehr cool. Bis auf natürlich, wie ihr sehen könnt, vielleicht die großen Füße vorne, aber naja, das gilt eigentlich noch. Und ja, gucken wir uns ihn erstmal ein bisschen genauer an. Also wir haben hier oben schön den Kopf zu sehen, der eine Mischung aus Movie und G1 ist, ein wenig. Dann haben wir hier oben die Schulterpolster, die Arme und der Optimus kommt mit zwei Waffen. Unten haben wir dann halt die Füße, hier hinten sind dann die Hinterräder, hier vorne die Kotflügel. Und ansonsten macht er wirklich sehr, sehr was her. Und im Vergleich zu Dark of the Moon Optimus haben sie ungefähr die gleiche Höhe. Und im Vergleich zu G1 Optimus in der Legion Class, was eigentlich auch so ungefähr die Größenverhältnisse darstellt. Also die beiden sind Hauber Trucks, also mit langer Haube vorne. Und das ist halt ein Flat Nose Truck im Original natürlich. Und der ist ein wenig kleiner und kommt im Maßstab doch auch ungefähr so hin. Vielleicht ist er ein bisschen zu klein, vielleicht ist er ungefähr hier. Aber im Allgemeinen ist er doch etwas kleiner. Gut, nehmen wir seine Kumpels mal weg hier und widmen wir uns wieder den Transformers Prime Optimus. Ja, wie gesagt, er hat hier zwei Kanonen, die können wir natürlich auch abnehmen. Und dann kommen wir mal zur Beweglichkeit. Das mit den Schulterpolstern hier oben, das stört ein wenig, weil man kann, wenn man den Arm bewegt oder so, dann gehen die immer ein bisschen mit. Aber ansonsten hat er Bewegung in den Schultern, im Ellbogen, beide Seiten natürlich. Dann hat er sogar etwas Bewegung im Oberkörper. Und Knie natürlich und Hüfte. Also man kann ihn schon etwas positionieren, so wie man will und kommt wirklich auch gut rüber. Ja, hinten hat er halt dieses großes durchsichtiges Plastik hinten und das hat auch seinen Zweck, zumindest habe ich davon gehört, und zwar gibt es diesen Cyberverse Energon Driller, auch aus dieser Transformers Prime Serie, und der hat vorne so einen kleinen extra Bohrer sozusagen und den kann man hier hinten dann ranstecken und wenn man den betätigt, dann leuchtet das hier hinten alles, vielmehr dann auch die Scheiben und das hier oben alles, also wenn man es gegen Licht hält, dann sieht man das ungefähr, was denn so leuchtet. Ja, dieser Cyberverse Energon Driller, der hat dann halt diese Funktion und dann kann man dann verschiedene Figuren da anschließen. Zumindest habe ich das schon mal gesehen bei Megatron. Ja, das waren die Bewegungen und ansonsten sehr, sehr gut Farbdesign. Also wir haben wirklich, komischerweise bei den Cyberverse-Figuren sparen die eigentlich nie mit Farbe. Und haben hier so viel Silber raufgeknallt, wie geht hier, an den Oberschenkeln auch, den Sonnenschutz vorne. Der Kopf haben sie auch schön Silber rausgearbeitet. Und ja, ansonsten überwiegt natürlich Optimus Farben Rot und Blau. Gut, das wäre es erstmal zu der Figur an sich. Eine sehr, sehr schöne Figur, die ich geschenkt bekommen habe. Die Person, die sie mir geschenkt hat, der danke ich nochmal recht herzlich dafür. Und wirklich einen Ehrenplatz bekommen bei mir. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Das wollte ich nochmal sagen. So, okay. Werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Verpackung. Hier haben wir natürlich Cyberverse Optimus Prime Verpackung. Hier vorne ein schönes Artwork vom Truck. Was natürlich auch angelehnt ist an den Dark of the Moon Peterbilt Truck. Hier an den Seiten kann man dann Facebook, YouTube, Transformers Prime, schönes Bild von Optimus natürlich. Auch sehr cool. Und hier hinten haben wir dann diesen besagten, hier hinten haben wir dann den Energon Driller mit verschiedenen Artworks von den Cyberverse Figuren. Also wirklich sehr, sehr gut. Und hier oben haben wir natürlich dann auch einmal Optimus als Figur und als Alternativ-Modus. Und vorne haben wir an den Seiten dann hier noch ein wenig Artwork und der Schrift
Transformers Prime. Okay, fangen wir ihn an zu transformieren. Als allererstes drehen wir sein Köpfchen nach hinten und klappen den nach hinten. Und der verschwindet hier hinten drin in der Ausbuchtung, die genug Platz bietet. Oder er fliegt weg. Moment. So, Kopf ist wieder drauf. Jetzt nochmal einen zweiten Versuch. Also wir verstauen den Kopf hier hinten. So. Und dann machen wir weiter mit der Transformation. Das wird später der Windabweiser des Trucks und den können wir schon mal hochklappen, drehen den einmal so. Also auch sehr coole Transformation, also sehr gut gelöst. Hier oben genau das gleiche, wir drehen den einmal und fahren den so nach vorne. So. Dann nehmen wir uns die Beine vor. Wir klappen hier vorne die Füße hoch und dann sieht man schon die Front vom Truck. Vorne auch, Füße hoch und dann lösen wir die beiden Teile. Andere Seite auch. Und dann müssen wir diese Teile zusammenfügen. Und zwar haben wir hier vorne diese Verbindungspacks hier, diese Steckplätze. Und dann haben wir die Front vorne und das machen wir genau nochmal hinten mit dem Heck. Und da müssen wir das auch noch so zusammen tackern. So. Und dann kommt ein ziemlich cooler Teil und zwar müssen wir dann die Oberschenkel so nach vorne machen und dieses ganze Teil dann geht nach hinten, also nach vorne und nach hinten und dann sieht er ungefähr so aus und dann müssen wir einfach bloß hinten das Heck so machen. Na. Nochmal das Ganze, also so. So. Und die Front, die machen wir vorne ran, natürlich. Da gehört sie hin. Und dann haben wir eigentlich schon das Grundprinzip des Trucks zu erkennen. Und dann müssen wir einfach bloß noch die Hände machen. Und zwar machen wir die Hände so nach unten und einfach an den Seiten so. Hier auch. Und dann haben wir Optimus Prime. Ach ne, die Auspuffrohre noch. Die klappen wir natürlich noch zur Seite so. Und dann haben wir Optimus Prime aus der Serie Transformers Prime transformiert. Auch sehr, sehr schöner Alternativmodus. Das Einzige, was stört, ist natürlich die Gelenke von den Armen hier. Die zerstören doch das Seitenbild ein wenig. Oder ziemlich sogar. Dafür macht er es aber wieder mit einer ordentlichen Farbgebung und Details wieder wett. Also wir haben hier den schönen Grill vorne mit der Stoßstange und den Scheinwerfern. Der Sonnenschutz hat Silber abgekriegt, sogar die Außenspiegel haben Silber abgekriegt, die Auspuffrohre. Und ja, wie gesagt, hier haben wir dann noch ein Autobot-Symbol und ansonsten sehr, sehr schöne Farbgebung. Also kommt dem in der Serie diesen Optimus doch sehr nah. Und dann haben wir hier noch seine Kanonen, die sich auch verstauen lassen. Leider nicht so, sieht natürlich nicht so gut aus, aber wie gesagt, man muss immer an die kleinen Kinder denken und die spielen natürlich gerne mit sowas und dann hat er dann hier so eine Waffe und dann kann er feuern.